Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn Rockstar Games hat heute wieder ein neues Fahrzeug aus dem DLC hinzugefügt, und zwar den Comet S2 Cabrio. Ob sich das Fahrzeug lohnt, welche coole Features das Fahrzeug hat oder ob das komplett Müll ist, erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, Leute, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und außerdem, Leute, für die, die mich noch nicht abonniert haben, warum nicht? Sonst verpasst ihr die krassesten Informationen rund um GTA und das wäre doch ziemlich schade. Aber ich würde mal sagen, wir fangen doch mal direkt an. Also, als erstes kaufen wir natürlich uns erstmal das Fahrzeug. Den Comet S2 Cabrio findet ihr auf Legendary Motorsport und kostet für alle 1.797.000 GTA-Dollar, also schon sehr, sehr teuer. Aber gut, was ist denn so beim Tuning drin? Beim Tuning fällt sehr auf, Leute, dass das Fahrzeug mehr oder weniger Copy-Paste ist. Das bedeutet, ihr wisst es ja vielleicht, den Comet S2 gibt es ja schon im Spiel, nämlich vom LSK mit DLC. Und was soll ich sagen, Leute, die Stoßstangen und Auspuff ist halt mehr oder weniger alles gleich. Was hier mir aber sehr auffällt, Leute, das ist ein Thema Spoiler, die sehr gekürzt haben. Also jetzt haben wir nur noch diese komischen, ja, ich sag mal, Lippen-Spoiler, wie auch immer man das nennen möchtet. Und diese Spoiler könnt ihr halt nur noch ausrüsten. Aber wiederum ist cool, Leute, dass ihr tatsächlich, egal bei welchem Spoiler, diesen automatischen ausfahrenden Spoiler habt. Das bedeutet, egal ob ihr auf Standard lasst oder halt so gesehen anderen Spoiler drauf tunt, dieser Spoiler fährt sich halt aus und wieder ein. Ist schon ziemlich cool, nettes Feature, kann man auf jeden Fall sagen. Dieses Fahrzeug ist auf jeden Fall kein Waffenfahrzeug, Leute. Das betone ich auf jeden Fall schon mal, dass das Fahrzeug keine Waffen hat, dass es keine Panzerung hat und auch keine Abwehrsysteme, also wie keine Lenkraketenerfassung etc. Das hat dieses Fahrzeug leider nicht. Außerdem, Leute, muss man hier auch dazu sagen, dass es natürlich hier kein Driftauto ist. Ne? Der Comet S2 kann man ja im LSK mit zum Driftauto umtunen. Ich habe es hier tatsächlich versucht, weil ich dachte mir so, okay, komm, Comet S2 Cabrio, kann man vielleicht was rausholen? Nein, kann man nicht. Es ist kein Driftfahrzeug. Aber allgemein, Leute, gefällt mir dieses Auto natürlich optisch sehr gut. Es ist ein Cabrio, was ich generell sehr cool finde und auch ein sehr, sehr schickes Cabrio. Aber hier muss ich ja auch echt einen großen Marker geben, nämlich das Dach. Das Dach verschwindet zwar komplett so gesehen im Kofferraum, kann man nicht sagen, es ist irgendwie die Motorhaube. Auf jeden Fall verschwindet das Dach natürlich komplett eingeklappt im Auto, aber das Dach selber könnt ihr tatsächlich nicht umtunen. Das bedeutet, es behält so gesehen diese Stofffarbe oder wie auch immer. Ne? Also man hat hier nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte statt einen schwarzen Stoff einen weißen Stoff oder beziehungsweise einfach die Lackierung vom Auto, ne, als richtiges Dach haben. Ne? Wie zum Beispiel im BMW im Spiel kann man das Dach, was ja auch so mal aussieht, einklappen als Cabrio. Ne? Und das ist hier leider nicht der Fall, was sehr, sehr schade ist, was hier tatsächlich das Auto so gesehen optisch, also wenn das Dach zu ist, so gesehen, ja, sieht das Auto halt nicht mal so schön aus. Cabrio top, so gesehen Cabrio zu, nicht mal so top. Aber gut, Leute, ich habe jetzt hier sehr, sehr viel gelabert. Das Interessante natürlich, Leute, habe ich diese Fahrzeuge schon gemoddet? Und die Antwort ist natürlich ja, das Fahrzeug habe ich natürlich schon gemoddet. Hier seht ihr es einmal in Formel 1. Und natürlich habe ich die Fahrzeuge auch noch in Bennys Version. Das bedeutet, ihr seht es auch hier gerade, ich habe mir ja einmal Formel 1 und Bennys Version. Also sprich, Leute, möchtet ihr diese Fahrzeuge haben, dann kommt auf meinen Discord-Server und verpasst keinen Giftcast-Friendstream von mir, denn dort verteile ich die ganzen Fahrzeuge. Aber gut, Leute, ich würde sagen, ich habe genug gelabert, ich bin raus, euer Bombard. Ciao.